alte Socke, haben sie ständig zu mir gesagt. Sehr witzig. So alt bin ich gestern auch nicht geworden. Aber mal davon abgesehen, war die Geburtstagsfeier wirklich schön. Nur beim Abwaschen hätten sie mir mal helfen können. Naja, jetzt bin ich ja fertig. Na toll, was ist das jetzt? Gestern ging's doch noch. Also das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Schmutzige Brühe, die nicht abläuft. Und da das Problem bestimmt nicht bei mir liegt, muss es irgendwo da liegen, wo das Wasser normalerweise hinfließt. Zufälligerweise weiß ich wohin. Die Kläranlage Schwarzenberg liegt nämlich nur ein paar hundert Meter von meiner Wohnung entfernt. Dorthin kommt nicht nur das Abwasser von mir, alter Socke, sondern auch von anderen Haushalten und Firmen in Schwarzenberg, Lauterbernsbach, dem Ortsteil Bayerfeld und Raschau-Markersbach. Und meistens fließt es auf seinem Weg dabei einfach bergab. Eine Kläranlage steht natürlich immer da, wo die geringste Höhe ist, wo also im Freigefälle das Abwasser irgendwo hinlaufen kann. Und deshalb ist also hier an dieser Stelle schon zu DDR-Zeiten eine Kläranlage entstanden. Allerdings wurde das schmutzige Wasser damals noch nicht so gereinigt wie heute. Erst Mitte der 90er Jahre wurde die Anlage nach und nach ausgebaut. So, mal schauen, wo der Fehler liegt. Komisch, hier höre ich deutlich rauschendes Wasser. Scheint fast so, als würde hier alles funktionieren. Aber nachdem ich neulich erst eine Führung mitgemacht habe, weiß ich, dass das Abwasser hier nicht nur kurz rein und wieder rausfließt, sondern mehrere Stationen vor sich hat. Irgendwo wird's haken. Hier kommt es von den Häusern und Firmen und den Straßengullis angespült. Übrigens ist die Menge nicht immer gleich hoch. Es gibt Hochsaisonbereiche, wo es heiß ist, die Leute viel duschen und baden, wo wir natürlich auch eine Sonderentsorgung haben. Und es gibt natürlich auch die Bereiche, wenn jetzt Starkregenereignisse sind, haben wir ja auch die Straßenabwässer und die Dachrinnabwässer, die auch hier am Ende der Straße und im Kanalsystem landen, die natürlich für mehr Mengen auch bei uns sorgen. Letztendlich geht es in einer Kläranlage ja darum, das Wasser von dem Dreck zu trennen, der drin ist. Hier an dieser Stelle beginnt die sogenannte mechanische Reinigung. Das kann man sich so vorstellen, als würde ich daheim mit einem Küchensieb versuchen, aus dem dreckigen Spülwasser, zum Beispiel, die kleinen Brotbrösel wieder rauszufischen. Hier zieht eine Art Förderband mit kleinen Rechen alles raus, was eine gewisse Größe überschreitet. Auch Gegenstände, die irgendwo aus Versehen in den Abfluss gefallen sind. Ja, wir hatten mal einen Anruf gehabt und da gab es eine Rückfrage von einer Rentnerin, die hat ihr Gebiss in die Toilette geworfen, ne? Und hier nachgefragt, ob es irgendeine Chance gäbe, dass sie ihr Gebiss wieder kriegen könnte. Sauber ist das Wasser aber noch lange nicht. Zum Beispiel ist noch jede Menge Fett in der Brühe. Genau wie bei mir daheim im Becken. Denn ich habe ja vorhin die Pfanne abgespült, mit der wir gestern Frikadellen gebraten haben. Die Frage ist nur, wie kriegt man so etwas wieder aus dem Wasser? Mit dem Küchensieb wohl kaum. In der Kläranlage Schwarzenberg wendet man da einen Trick an. Das Wasser fließt durch dieses Becken. Und wenn es dabei eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreitet, dann schwimmen die Fettteilchen darin mit der Zeit alle nach oben. Etwas Ähnliches passiert mit kleinen Sandteilen, die auch im schmutzigen Wasser enthalten sind. Die sinken auf den Beckenboden, werden dort über ein Räumschild, wie beim Schneepflug, in eine Richtung gefördert. Von dort aus werden sie aus dem Wasser entfernt, über Pumpen. Der schmutzige Sand, den man aus dem Wasser holt, wird hier gesammelt und gereinigt. Dann wird er zum Beispiel beim Bau von neuen Straßen verwendet. Auch die Fettschicht, die sich auf dem Wasser sammelt, wird durch einen solchen Schieber langsam abgezogen. Auch dieses Fett wird weiterverwendet, doch dazu später mehr. Ich guck mal weiter, denn ich will ja wissen, weshalb bei mir daheim die dreckige Brühe nicht mehr aus dem Spülbecken läuft. Hier scheint's zu funktionieren. Doch ist dieses Wasser sauber? Oh nein. Noch ist nämlich jede Menge Schlamm drin. Dieser Schlamm entsteht nicht nur, wenn starker Regen zum Beispiel Erde matschig macht und in den Straßengulli spült, sondern in diesem Schlamm stecken auch die menschlichen Ausscheidungen. Sowas, wenn man auf die Toilette geht,
sowas. Und die müssen aus dem Abwasser auch entfernt werden. Und die liegen auch vor in fester Form, ja, somit, dass sie auf dem Beckenboden sinken können. Man macht also hier in diesem zweiten Becken wieder einen ähnlichen Trick wie im ersten. Mit der Zeit lagern sich die ganzen Schlammteilchen auf dem Boden ab. Und immer wieder kommt so ein Räumschild, welcher den Schlamm in eine Ecke schiebt, damit man ihn entfernen kann. Nun wurde aus dem dreckigen Wasser schon jede Menge Schmutz rausgeholt. Doch die Anlage ist noch größer, muss sie auch sein. Denn das Wasser ist immer noch nicht wirklich sauber und mein Spülbecken daheim auch nicht. Beim Reinigen meines Geschirrs habe ich vorhin natürlich auch Spülmittel verwendet. Dabei sind chemische Elemente wie zum Beispiel Phosphor ins Wasser gekommen, die hier wieder rausgeholt werden müssen. Also gibt man über diesen kleinen weißen Schlauch ganz automatisch ein Mittel zu, welches das Phosphat aber wieder abbaut, denn in zu großen Mengen kann es in unseren Flüssen und Seen Schaden anrichten. Was nun kommt, nennen die Fachleute biologische Reinigung. Das liegt daran, dass das schmutzige Wasser nun von etwas gereinigt wird, was im Grunde schon drin ist. Millionen und Abermillionen von Bakterien. Die sieht man nur mit dem Mikroskop, aber sie sind da. Und zwar nicht etwa, weil hier irgendjemand immer ins Becken reinniest. Die Bakterien, die kommen eigentlich ganz normal an, einfach mit dem Abwasserstrom schon aus der Toilette. In menschlichen Ausscheidungen sind schon die Bakterien vorhanden. Und wenn man so will, ist das hier eine Bakterienform. Wir züchten die Bakterien. Man will, dass so viele Bakterien wie möglich im Wasser sind und lässt deswegen Sauerstoff ins Wasser sprudeln. Dadurch vermehren sich die Bakterien. Das Becken, in dem es hier so schön blubbert, nennt sich Belebungsbecken, weil man hier die Bakterien belebt. Sie reinigen das Wasser, indem sie viele der klitzekleinen Schmutzteilchen, die noch übrig sind, praktisch fressen. Dabei entstehen daraus kleine Schlammflocken. Und sobald der Schmutz eine Form von Schlamm hat, das wissen wir von vorhin, kann man ihn auch relativ einfach vom Wasser trennen. Denn der Schlamm, in dem noch die kleinen Bakterien stecken, ist schwerer als das Wasser und sinkt auf den Boden des Beckens. Und das klare Wasser ist oben, das klare Wasser fließt oben ab, die Bakterien sinken zum Beckenboden, ein Kleinstlebewesen, werden dort genauso wieder über ein Grundräumschild, wieder wie Schneepfluch, dort zusammengekehrt. Allerdings will man diesen Schlamm nicht komplett wegwerfen, denn es stecken ja noch die Bakterien drin. Also schickt man ihn teilweise wieder in das Belebungsbecken zurück, damit die Bakterien weiterarbeiten können. Das Wasser ist dagegen jetzt so sauber, dass man es aus der Kläranlage wieder zurück in die Natur leiten kann. Hier lässt man es ganz einfach in einen Bach fließen. Das hat mittlerweile so eine gute Qualität, das können wir ja selber sehen, dass in den letzten 25 Jahren unsere Flüsse wieder Fische haben. Dass unser Wasser, was wir jetzt irgendwo in den Flüssen sehen, sauber und klar ist. Hier dagegen in der Kläranlage Schwarzenberg geschieht auch noch einiges, und zwar mit dem, was aus dem Wasser herausgeholt wurde. An mehreren Stellen während der Abwasserreinigung entsteht, wie gesagt, Schlamm. Das ist diese undefinierbare schwarze Masse. Sieht nicht besonders appetitlich aus und ist vor allem noch ziemlich feucht. Und bevor man damit noch etwas Sinnvolles machen kann, muss man dieses Zeug trockener machen. Dafür haben die Wasserwerke Westerzgebirge extra ausgebaut. Von 2012 bis 2014 entstanden auf einer Ecke des Geländes Maschinen, die speziell dafür geeignet sind, den Schlamm weiter zu verarbeiten. Auf der riesigen Baustelle wurden im Laufe der Zeit insgesamt 70 Tonnen Stahl verarbeitet, 8000 Kubikmeter Erde bewegt. Und gekostet hat das Ganze rund 6,9 Millionen Euro. Und das alles, damit man die schlammigen Überbleibsel aus dem Abwasser weiter behandeln kann. Zunächst kommen sie in diese Container zum sogenannten Verdicken. Denn der Schlamm besteht noch zu etwa 95% aus Wasser und nur der Rest sind wirklich feste Teilchen. Mit der Zeit fallen diese aber zum Boden und verdichten sich. Dieser dickere Schlamm kommt einmal am Tag in diesen ebenfalls neu erbauten Turm, den man Faulturm nennt.
Und zwar, weil das Zeug da drin zu faulen beginnt. Genauso wie das dreckige Wasser in meinem Spülbecken, wenn ich es nicht bald da rausbekomme. Die Arbeit übernehmen dabei wieder Bakterien, die bereits im Schlamm sind, allerdings mit einem Unterschied. Die Abwasserreinigung in den vorhergehenden Becken, die werden mit Sauerstoff gemacht, wie jeder von uns auch atmet, aus der Luft. Und der wird unter Sauerstoffausschluss, ohne Sauerstoff gemacht. Das heißt, in den Faulturm dringt keine Luft ein, was aber für die kleinen fleißigen Helfer absolut in Ordnung geht. Durch den verfaulenden Schlamm entsteht im Inneren des Turmes Gas. Genauer gesagt Methangas. Und das wird nicht etwa einfach in die Luft geblasen, sondern wird zunächst in dieser Blase gelagert, zusammengepresst und dann in diese beiden Mikrogasturbinen gejagt. Das Gas treibt die Turbinen an und erzeugt so Strom. Auf ein Jahr hochgerechnet entsteht etwa eine Gigawattstunde. Allerdings wird der Strom nicht etwa in die umliegenden Wohnhäuser geleitet, sondern er wird direkt auf der Kläranlage wieder verbraucht. Denn die Pumpen, die Förderbänder, die Räumschilder und vieles mehr brauchen natürlich auch Energie. Sauerstoffzufuhr, Belebungsbecken macht zum Beispiel hier in der Zentralkläranlage Schwarzenberg aus 60% des Energiebedarfs. Ganz einfach, weil wir immer pumpen müssen, verteilen müssen und das kostet nun mal Energie. Nun kann man einen Teil des Stroms selbst produzieren. Und zwar mit den Stoffen, die bei der Reinigung des Wassers sowieso anfallen. Der bereits erwähnte Schlamm und auch das Fett, was ganz am Anfang vom Wasser gezogen wurde, wird hier zum Teil noch zugemischt. Also zu Spitzenzeiten können wir bis zu 60% der Energie der Kläranlage Schwarzenberg selber erzeugen. Und damit müssen wir weniger vom Netz einkaufen, was natürlich den Gebührenzahler durchaus zugutekommt. Und mit Gebührenzahler ist letztendlich jeder gemeint, der zu Hause oder in seiner Firma Abwasser in die Kanalisation leitet. Jeder, der das tut, zahlt an die Wasserwerke Gebühren für das Reinigen des Wassers. Und je weniger dort Strom gebraucht wird, desto billiger wird es natürlich, das Wasser wieder sauber zu kriegen. Die neuen Turbinen erzeugen aber auch Wärme. Auch diese nutzt man in der Kläranlage, um zum Beispiel die Hallen und die Büros der Mitarbeiter zu beheizen. Alles in allem versucht man, so viel Energie wie möglich zu produzieren, und zwar nicht nur mit Klärschlamm und Co. Wir wollen Wasserkraftanlagen aufbauen, wir wollen eventuell Solaranlagen nur noch aufbauen in den nächsten Jahren, um damit noch mehr Eigenenergieerzeugung zu ermöglichen und damit den Einkauf von Energie wieder zu verringern. Nur weil der Schlamm in diesem Turm fault, verschwindet er aber nicht komplett. Das, was übrig bleibt, wird nochmal verdichtet und selbst in dieser Masse steckt immer noch ein wenig Wasser. Das wird herausgeholt, indem man das Ganze schleudert, ganz ähnlich wie die nasse Wäsche daheim in der Waschmaschine. Da das Wasser nun hier herausgepresst wird, wird das Volumen des restlichen Schlamms auch immer geringer. Das bedeutet, dass er weniger Platz benötigt. Man will deswegen den Schlamm so trocken wie möglich, da man ihn nun mit Lastwagen abtransportieren muss. Und je weniger Wasser drin ist, desto kleiner und leichter ist die Menge, die man regelmäßig wegfahren muss. Doch auch dieser Schlamm wird nicht etwa weggeschmissen, sondern man verarbeitet ihn zu Humus, also Erde, die man zum Beispiel für Garten- oder Balkonpflanzen einsetzen kann. Hierfür wird zum Teil auch noch der Sand mitverwendet, der gleich am Eingang der Kläranlage herausgefiltert wurde. Letztendlich wird also fast alles, was man aus dem Wasser holt, sinnvoll weiterverwertet und so gut wie nichts wird einfach in den Müll geschmissen. Und das Einzige, was im Moment noch tatsächlich abtransportiert werden muss, ist das Rechengut. Hier sprechen wir also von der Vorreinigung, wo wir Haare haben, bestimmte Plastikteile, die vorher herausgefiltert sind, die können natürlich im Moment noch nicht wieder aufbereitet werden. Dieser ganz am Anfang herausgeholte, grobe Müll muss dann verbrannt werden. Das sind vor allem die Dinge, die in die Abwasserkanäle kommen, obwohl sie nicht reingehören. Spielzeug, Speisereste, alte Kleidung und vieles anderes, was im schlimmsten Fall die Rohre nur verstopft. Sagte ich, verstopft? Moment mal. Mir kommt gerade der Verdacht, dass gar nicht die Kläranlage schuld ist, dass mein Becken nicht abläuft.
Allmählich glaube ich, dass meine Freunde gestern gar nicht mich gemeint haben, als sie ständig Witze über eine alte Socke rissen. Na, sehr lustig. Da haben sie mir im wahrsten Sinne des Wortes übel mitgespült.